Heute will ich wieder über ein paar Themen reden, die mir so derzeit durch den Kopf gehen. Was irgendwie so mein Lebensfokus derzeit ist oder so wie ich mein Leben derzeit aufbaue, dass ich versuche, Kontakte zu schließen. Auf jeden Fall will ich vieles kreieren. Ich will weiter Musik arbeiten. Ich will so wie hier Videos machen. Es wird immer schwieriger mit der Zeit, so Leute kennenzulernen oder Neues für sich zu entdecken. Und deswegen finde ich, sollte man wirklich möglichst früh dem nachgehen, was einen interessiert. Und ich wollte schon immer eigentlich was Kreatives machen. Und langsam versuche ich immer noch so mehr meinen Fokus zu finden, worauf ich mich fokussieren will, mit wem ich da gemeinsam arbeiten kann. Und so will ich meinen Fokus darauf setzen, einfach mal überhaupt zu kreieren und dazu zu lernen, die ganze Zeit weiterzukommen, nie an einem Standpunkt zu sein, aber auch wenn man sich stetig weiterentwickelt, vielleicht trotzdem zufrieden sein mit dem, was man bisher kreiert hat. Und das ist für viele Kreative oftmals sehr schwierig, so einen Punkt erreicht zu haben, wo sie sagen, sie sind zufrieden damit. Und wenn man ein paar Jahre später dann die Kreation von damals ansieht, dann kriegt man vielleicht einen Schrecken. Ich bin, würde ich selbst auch sagen, völlig technikfasziniert. Ich liebe es, alles Mögliche zu verwenden. Ich trage täglich meine Smartwatch und ich will alle Möglichkeiten nutzen, die mir gegeben sind. Aber gleichzeitig gibt es natürlich negative Punkte, was von Social Media betrifft, verschiedene Abhängigkeiten, wenn man ein Handy oder vielleicht sogar ein Smartwatch verwendet. Und da gilt es in meinen Augen dagegen anzukämpfen, die Technik für sich zu nutzen und sich nicht von der Technik verwenden zu lassen. Und so gibt es eben viele Vorteile, die man so darauf schließen kann. Vor allem mit der Kommunikation, des Sozialen ist es sehr interessant, wie es heutzutage aussieht. Wir sind so vernetzt, wie wir es noch nie waren. Das sorgt halt auch dafür, dass irgendwie mehr oberflächlichere Kontakte oder so entstehen oder dass tiefgründigere Freundschaften, Beziehungen oder familiäre Kontakte ein bisschen schwieriger wird. In meinen Augen bei so Plattformen wie Instagram und Snapchat habe ich das Gefühl, jeder hat miteinander Kontakt, jeder ist verknüpft, aber in Wahrheit tiefe Bindungen werden dann nur schwer, vor allem über diese Plattform, schwer aufgebaut. Aber dennoch gleichzeitig konnte ich viele Leute durch diese Plattform kennenlernen, obwohl ich früher öfter überlegt habe, Social Media komplett zu streichen und das vielleicht für einen Monat oder länger. Ich habe ein Jahr lang auch Instagram nicht mehr verwendet. Obwohl ich diese Gedanken gehabt habe, will ich völlig da nicht abstinent sein, sondern da einfach die Vorteile nutzen und mich nicht zu so sehr bändigen lassen von diesem Algorithmus und alles, was sich darin befindet. Und Lao Tzu says, quote, "The best of men is like water." In Taoism, this best man is referred to as a sage. Dass man einen freien Verstand hat, dass du deinen Verstand nicht fixierst auf etwas Bestimmtes und du immer offen für Neues bist. Und meine Erfahrung war oftmals, je älter man wird, dass man sich auf den Ding versteift, weil es ist auch einfacher und es ist vollkommen menschlich, sich nicht alles zu überdenken, wo man eigentlich seinen Halt hat, so in seinem Verstand. Aber sich offen alles anzuhören und dass einem widersprochen wird, dass man dazuhört, das finde ich sehr wichtig und das will ich für immer beibehalten. Und teilweise tue ich mir das schwer, dass ich so in meinen Mustern denke und einfach offener denken will und offen für Neues sein will, auch wenn es abstrukt, irgendwie Neues teilweise klingen kann, will ich es mir zumindest anhören und meine Perspektive dazu entwickeln. Weil selbst wenn es völlig absurd ist, was dir gerade erzählt wird, vielleicht kannst du trotzdem irgendwas davon mitnehmen und stetig weiterlernen und das, bis man stirbt. Es gibt keine Obergrenze fürs Lernen, nur weil man aus der Schule heraus ist, aber das muss man den meisten Menschen auch gar nicht sagen. Wir lernen stetig dazu und wir sollten auch nicht weniger lernen mit der Zeit. Wir lernen konstant. Und wenn wir das zulassen, lernen wir auch konstant von allem, was uns umgibt und jedem, der uns umgibt. Was mich und ich glaube viele Gleichaltrige so begleitet, ist dieses Gefühl von Leere. Ich hatte oft dieses Gefühl von Leere und schnell versucht man irgendwie mit gewissen Dingen, Suchtmitteln oder mit verschiedenen Objekten, die man sich anhäuft, diese Leere zu füllen. Und ich glaube, ich fange auch erst jetzt an, richtig zu verstehen, was es heißt, so diese Leere in seinem Leben zu füllen und sich nicht allein zu fühlen, nicht leer zu fühlen und dass man wirklich ein Leben lebt, das bereichernd ist und dass man jeden Tag gerne aufsteht, das gerne tut, was man macht. Ich bin noch immer nicht an einem idealen Punkt, aber es wird von Tag zu Tag stetig besser und ich will auch das Gefühl weitergeben, wie es doch tatsächlich ist, dass man vorankommen kann und mit ein paar Änderungen, die man sich in seinem Leben macht, sich einfach bereichert fühlen kann. Bei mir ist es das Reisen, bei mir ist es das Kreieren, das Lernen ist es in meinen Augen für jeden Menschen, wenn man es auch nur zulässt. Und so versuche ich zum Beispiel aktiv jetzt Portugiesisch ein bisschen besser zu lernen und mich ein bisschen mehr
für vieles zu faszinieren, für vieles Neues, wofür ich früher nie bereit gewesen wäre, ein offenes Mindset haben, wie Wasser zu sein, wie es, glaube ich, von Lasso gesagt wird, dass man sich nicht auf etwas fixiert, sondern stetig mit dem Fluss geht. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff Straight Edge gehört. Das kommt, so wie ich jetzt das online richtig wahrgenommen gelesen habe, aus der Punk-Szene, in dem es da solche Drogenexzesse gab, dass es da Leute gab, die sich vollkommen, also es war eine Gegenkultur in der Gegenkultur, Counterculture, und dass so sich X auf die Hand gemalt wurden, und also das ursprünglich davon kam, dass Minderjährige nichts trinken durften und mit dem X symbolisiert wurde, okay, die Person kriegt keinen Alkohol. Demnach haben sich dann mit der Zeit so Leute selbst die X auf die Hand gemalt und haben genauso viel Spaß gehabt und haben diese extremen Punk-Partys gefeiert und brauchten keinerlei Suchtmittel irgendwie in ihrem Leben. Und ich finde es wirklich absurd, wie in einem Land wie Österreich, wie Deutschland, aber ich so nach meiner Erfahrung, ich bin selbst Österreicher, in Österreich ist es solcher Exzess an Alkohol- und Zigarettenkonsum von Leuten, die 13, 14, 15 dann beginnen, schon so exzessiv. Und ich bin froh, da nicht so früh reingerutscht zu sein und eigentlich recht introvertiert gewesen zu sein, weil ich das jetzt so in einem Jahr, wo ich auch in Linz lebe, so bemerkt habe, dass die Leute so selbstverständlich viel Alkohol trinken. Und das ist so völlig normal, alle um dich herum. Es ist eine Gesellschaftsdroge. Aber wenn man sich Grafiken des Schadenpotenzials verschiedene Studien ansieht, sieht man, dass Alkohol das höchste Schadenspotenzial von allen Drogen hat. Das ist vor allem fremdbezogen, du schadest mehr anderen als du dir selbst, so wie ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber dennoch schadest du dir selbst extremst, vor allem bei regelmäßigem Konsum. Du schadest deinem Gedächtnis und allem. Und sicherlich kann es mal lustig sein, aber man braucht es nicht. Und das merken sich ja viele nicht. Viele machen sich abhängig davon, unbewusst bei Partys und so weiter immer Alkohol zu trinken. Und man wird auch so Alkohol-shamed, oder wie man das nennt, oft, wenn man keinen Alkohol trinkt. Und ich fände es schön, wenn es in allgemeinen Kreisen so etwas nicht gäbe, dass das gar nicht beachtet wird. Also ich persönlich habe da weniger Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie gedrängt wurde. Ich wollte früher immer ab und zu ein bisschen was trinken. Und das Rauchen, das ist in Österreich auch so gegeben ist, wie es in anderen Ländern irgendwie viel mehr Leute aufs Vapen, was jetzt auch nicht viel besser ist, umsteigen. Aber ja, ich finde es absurd. Und mittlerweile, ich mache das jetzt seit einem Monat, dass ich auch keinen Tropfen Alkohol trinke und trotzdem fortgehe. Und ich fühle mich um einiges besser. Du bist nicht mehr verkatert, du fühlst dich nicht mehr schlecht am nächsten Tag. Außer vielleicht von Schlaflosigkeit. Aber ich werde sehen, wie ich jetzt zukünftig weitermachen werde. Aber so fürs Erste jetzt will ich komplett 100% nüchtern sein. Ich kann mir alle Erlebnisse, ich kann mich vollkommen erinnern. Ich bin mit allen Sinnen da. Es ist ein wundervolles Gefühl. Und ich überwinde meine Schüchternheit tatsächlich, weil durch den Alkohol habe ich es irgendwie übertönt und habe versucht, mich da irgendwie einzugliedern in verschiedene Menschengruppen. Aber jetzt schaffe ich das so nüchtern und rauche. Ich brauche den Alkohol nicht. Vielleicht werde ich zukünftig wieder ab und zu gerne Alkohol trinken, aber ich brauche es nicht. Und das habe ich jetzt wirklich gebraucht, das zu realisieren. Ich fand es auch sehr interessant, wie Wim Hof das gesagt hat. I'm thinking, hey, a wheat is nice, could be nice, but I prefer to get high on my own supply. That's what I do. Wie ich es auch schon vorher erwähnt habe, ich liebe es zu reisen. Ich habe es auch schon mal in einem Video erwähnt, sehr gern auch in Ziele, die überhaupt nicht weit entfernt sind, die überhaupt nicht besonders sind. Einfach mal, um etwas Neues zu sehen, um etwas Neues zu entdecken, sich kurz verloren zu fühlen und einen richtigen Weg wieder zu finden, wieder auf den Pfad zurückzukommen. Das ist ein bisschen philosophisch auch, aber es bringt einem wirklich sehr viel zu reisen, allein zu reisen, gemeinsam zu reisen. Also mir gibt es unendlich viel, auch wenn ich es oftmals in der Situation nicht so ganz realisiere, was mir das jetzt gegeben hat, aber ich lerne neue Menschen kennen. Wenn du weiter im Ausland bist, dann auch verschiedene Fremdsprachen. Und du bist einfach verschiedene Probleme ausgesetzt und musst diese Probleme lösen und wächst so sehr als Mensch. Ich finde es wunderschön, so viel Neues zu sehen. Ausland ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Die zwei Länder, wo ich jetzt am ehesten auslanden würde, wären Portugal oder Frankreich. Schweden wäre auch sehr naheliegend, aber das mag ich vom Klima her nicht so sehr, wie wenn es jetzt wärmer wäre. Vor allem Madeira hat ein wundervolles Klima und
Ob das ein Auswanderziel tatsächlich für mich wäre, werde ich sicher noch herausfinden. Aber mein Leben lang will ich nicht in Österreich leben. Ich will auf jeden Fall zumindest einmal woanders gelebt haben und was anderes gesehen haben. Eine andere Kultur, eine andere Sprache. Und wirklich dieses Ausländersein, ausgesetzt sein. Mattia Weller hat das auch mal sehr gut formuliert, dass du deinen Erfolg selbst definieren musst und wenn andere deinen Erfolg, also was Erfolg bedeutet, wenn für dich andere Leute bestimmen, wenn du es nicht für dich selbst bestimmst. Und es ist wichtig, sich klare Ziele zu setzen. Also in der Regel ist es immer wichtig, sich klare Ziele zu setzen, große Ziele zu setzen, kleine Ziele zu setzen, die man selbst abwägt, selbst realistisch setzt oder sich so ein hohes Ziel setzt, wo man die ganze Zeit dran arbeitet. Und das kann sehr fluid sein, so ein Ziel von mir ist Musik zu machen, aber ein kleines Ziel vielleicht einen Song fertig zu kriegen oder überhaupt mal Drums einzuspielen, irgendwie sowas. Man kann alles in kleinen Schritten aufteilen, so wie es für einen am besten ist, diese kleinen Häppchen so aufzuteilen. Ich habe letztens wieder einen No-Phone-Day gemacht und mir hat das sehr viel gegeben. Ich finde es sehr wichtig, wirklich von der Technik, die mir so selbstverständlich ist, ab und zu Abstand zu nehmen und zu realisieren, was für Vorteile ich dadurch habe und alles bewusster zu konsumieren, weil Bewusstsein, Achtsamkeit ist unendlich wichtig und jeder Mensch braucht Achtsamkeit in seinem Leben. Und ich versuche mir die Achtsamkeit oftmals durch Meditation und so weiter zu holen. Andere fühlen vielleicht eine gewisse, haben so einen meditativen Zustand, wenn sie kreieren, wenn sie Sport machen, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen, was auch immer das jetzt auch ist, oder mit Menschen, oder wenn man mit Freunden unterwegs ist. Es kann so meditativ sein, aber Achtsamkeit an sich per se ist einfach wichtig. Und davon bin ich vollkommen überzeugt. Eine Weisheit, die ich auch öfter gehört habe, ist, folge nur dir selbst. Und das ist bis zu einem gewissen Maß richtig, dass man, vor allem, es ist auch sehr interessant, es ist besser, seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn er falsch ist. Weil dadurch lernst du besser. Wenn du den Weg immer eines anderen folgst und der zufällig mal einen richtigen Weg einschlägt, ist es nicht das beste Training für dein Gehirn. Du kommst vor allem voran, wenn du deinen eigenen Weg gehst und siehst, was falsch ist, wo du lernen kannst, wo du wachsen kannst. Und so ist es wichtig, halt seinen eigenen Weg zu gehen. Natürlich sieht man oft bei anderen, was so vorteilhaft ist und du siehst ja die Fehler anderer und du siehst, was die anderen richtig machen und kannst daraus deine Schlüsse ziehen. Aber folge nicht blind einer anderen Person, niemals. In den letzten Monaten habe ich auch viele Menschen kennengelernt. Manche Menschen, die vielleicht auch die festangestellt sind, die arbeitslos sind, die freelancen, die freischaffende Künstler sind, was auch immer. Und ich finde es, in der Kunst ist es auch sehr häufig so, diese Verabschiedung von 9 to 5 und so. Aber natürlich gibt es gewisse Einschränkungen und du hast eine sehr fixe Routine, die du oftmals nicht sehr flexibel auswählen kannst. Aber für mich so ein Job mit Gleitzeit, wo ich mir das halbwegs selbst einteilen kann, finde ich super. Ich habe meine gewisse Routine und wenn es gewisse Abweichungen gibt, wie es halt im Leben immer wieder gibt, ist es kein sonderlich großes Problem und du kannst das alles ein bisschen besser einteilen. Und so sehe ich auch, dass 9 to 5 dich nicht vom Leben abhält, man hält sich nur selbst vom Leben ab. Wenn du nach deinem Job, den du nicht gerne nachgehst, nach Hause gehst und dich besäufst oder schlafen gehst, Netflix, die ganzen Junks und das dein ganzes Leben lang, ist es eine vollkommene Verschwendung. Es ist eine Verschwendung, nur für die Wochenenden zu leben, denn das macht dein Leben um ein Vielfaches kürzer. Dein Leben ist um einiges kürzer, wenn du nur für Wochenenden Urlaub lebst. Das muss man sich bewusst machen. Und deswegen ist es wichtig, seiner Passion nachzugehen oder einen gewissen Zweck zu erfüllen als Mensch und Sinn hinter dem zu sehen, was man tut. Wie auch immer man sich das jetzt selbst für sich definiert. So meine Gedanken. In der Regel bekomme ich nicht so viele Kommentare oder Nachrichten. Ihr könnt mir auch gerne per DM schreiben, falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ich habe irgendeinen Schwachsinn geredet, ich habe irgendwas gut gesagt, ihr habt gewisse Gedanken. Bitte lasst es mich wissen, welche Art auch immer mich interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören.